Moin ihr Sizzler! Das Wetter ist geil, es wird Zeit natürlich den Grill wieder auszuräumen. Wir sind ja zurück in Deutschland und wir haben heute Folgendes vor. Wir werden einen Fisch auf dem Salzstein kredenzen. Viel Spaß! Ihr müsst euch jetzt mal Folgendes überlegen. Ihr kauft euch so einen Salzstein, ich sag mal, der kostet so um die 20 Euro, 15 bis 20 Euro. Legt den auf den Grill und dann platzt der. Jetzt wird der ein oder andere sich sicher denken, wieso sollte der platzen. Aber es ist nicht so weit hergeholt. Wir haben unter anderem bei uns in der Facebook-Gruppe der Sizzle Crew in letzter Zeit wieder darüber gelesen, dass einer einen Salzstein nutzen wollte und es hat Peng gemacht. Das passiert nämlich ganz gerne mal, wenn man so einen Salzstein zu schnell auf Temperatur bringt. Es ist nämlich ganz wichtig, dass man so einen Salzstein langsam erwärmt. Das heißt, beim Starten des Grills haben wir uns direkt hier eine direkte und eine indirekte Zone angelegt und haben ihn gleichzeitig, während wir den Grill befeuert haben, mit aufgelegt. Übrigens auch egal, ob Gas- oder Kohlegrill. Wenn ihr die Kohle entzündet, Salzstein auflegen, das gleiche bei Gas. Und zwar im indirekten Bereich. So kann dieses Salz, während der Grill sich erwärmt, direkt die Wärme aufnehmen. Schön langsam und ja, sich sicher erhitzen. Und dann umgeht ihr eben dieses Risiko, dass es zu schnell geht und der platzt. Und so nach gut, ich würde sagen, ja, nach gut 20 Minuten haben wir den Salzstein dann rübergezogen in den direkten Bereich. Auch hier gilt, nicht Vollgas, lieber die Brenner etwas runtergeregelt. Wenn ihr mit Holzkohle arbeitet, macht die Lüftungsöffnung ein bisschen zu, dass ihr nicht zu viel Schub habt. Dann kann der sich auch im indirekten Bereich, wenn er richtig Feuer kriegt, noch mal langsam, ja, stärker erwärmen. Und dann ist er aber auch soweit fertig. Ihr seht, der Salzstein lebt noch, der ist nicht geplatzt. Das war in dem Fall auch ganz wichtig, denn wir haben nur einen Salzstein. Das heißt, wäre der jetzt geplatzt, hätten wir ein Problem gehabt. Eine Sache noch, so ein Salzstein ist super zum Anbraten. Der nimmt sehr gut Wärme auf. Salz speichert die gut und gibt die auch gut ab. Und wir haben direkt das Salz am Fisch oder am Fleisch. Falls euch die Theorie von Hannes gerade ein bisschen zu schnell war, ihr könnt das Ganze natürlich noch auf unserem Blog www.sizzlebars.de nachlesen. Ich selber starte allerdings jetzt mit dem Fisch. Ich habe hier wunderschönen Pollack vor mir liegen. Das ist ein Fisch, den haben wir selber gefangen und zwar in Norwegen. Wir waren ja vor kurzem da. Wer wissen will, wie man den filetiert und fängt, kann sich gerne den Vlog dazu angucken. Verlinke ich euch oben. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich habe hier dieses schöne Stück Fleisch, lege ich erstmal auf die Seite, denn ich möchte erstmal eine Marinade dafür entwickeln. Ich habe hier frische Kräuter, ich habe hier ein bisschen Zitrone, ich habe hier eine Chili, wo ich hoffe, dass sie uns nicht gleich den Boden unter den Füßen wegreißt. Das hoffe ich auch für dich. Und ein bisschen Knoblauch, und zwar frischen Knoblauch. Und ich starte jetzt und hacke erstmal die Gewürze ein bisschen kleiner, die Kräuter. Gewürze sind es ja nicht. So, die können jetzt hier schon mal vorne in die Schale. So. Weiter geht's mit der kleinen Chili. Auch die einfach so, wie sie ist. Möglichst fein hacken. Und auch die geht natürlich dann, wenn sie schön fein gehackt ist, auch in die Schale. Und soll so ein bisschen für den Pep sorgen. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen frischen Knoblauch. Da hole ich mir eine Zehe raus. Siehst du, hat schon funktioniert. Ja, Hulk-Aufgabe. Das ist eine Hulk-Aufgabe gewesen. Und auch natürlich dieser Knoblauch wird klein und fein gehackt und wandert natürlich auch am Ende unsere Schale. Zum Schluss widme ich mich jetzt noch der kleinen Zitrone. Die rolle ich nur so ein bisschen ab, damit der Saft sich besser verteilt. Und reibe dann quasi so ein bisschen Zitronenabrieb einfach hier vorne in die Schale rein. Ist natürlich eine Bio-Zitrone, müsst ihr darauf achten. Und schlussendlich, wenn ihr ein bisschen Schale habt, schneidet ihr euch die Zitrone einmal in die Hälfte. Guckt, dass da nicht zu viel Kerne mit reingeht, am besten gar keinen. Und gebt eben auch noch ein bisschen Zitronensaft mit in euer Gefäß. Mm. So. Was sagst du, Hannes? Das riecht schon ganz fantastisch, ja, oder? Es riecht gut und es sieht sehr geil und frisch aus. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Gewürz. Wir haben ja auf der Planke quasi Salz, damit wir sozusagen von unten am Fisch mal Salz haben. Dann haben wir hier unsere Hashtag Fischgewürzmischung. Ihr könnt da nur Pfeffer, Salz nehmen. Ihr könnt alles machen, was wollt. Aber hier sind auch noch ein paar schöne Kräuter drin und auch ein bisschen Salz zumindest. Genau, also wenn ihr nur Pfeffer, Salz nehmt, dann nehmt nur wenig Salz. Braucht auch nicht viel. Und jetzt wird das Ganze mit Olivenöl zusammen zu einer kleinen Paste verarbeitet. Und diese gebe ich dann schlussendlich einfach über den Fisch rüber, bevor der auf die Planke wandert. So, meine Kräuterpaste ist fertig. Jetzt kommt der Fisch hier auf den Teller und die Paste wird oben drüber gegeben. Es riecht wirklich total geil. Das müssen wir noch einführen, ne? Dass man irgendwie noch Geruchs-YouTube irgendwie hinkriegt. Ja, du kannst das ja mal entwickeln, Julian. Ich vermute mal, danach brauchst du kein YouTube mehr machen oder arbeiten gehen. Ja,
Ich werde mich da mal ransetzen. Denk mal, so ein, zwei Wochen habe ich das Ding fertig. Eben. So, Fisch sieht jetzt schon ganz fantastisch aus, riecht ganz fantastisch, wandert jetzt auf die Planke und darf dann dort ungefähr, ich würde tippen, 20 Minuten. Was sagst du? Ja, schauen wir mal. Darf er dann nochmal grillen. Es brutzelt hier schon herrlich. Und bevor es untergeht, noch eine Kleinigkeit, die Julian eben nicht erwähnt hat. Wir haben den Fisch jetzt ohne Haut und grillen ihn uns. Macht auch Sinn, wenn ihr Fisch mit Haut habt und den auf der Planke grillt, dann solltet ihr die Haut auch mitessen. Das heißt, er sollte entschuppt sein, weil ansonsten genau. Hat diese Salzplanke keinen Effekt mehr, wenn ihr die Haut dann nicht mitesst. Wenn ihr von vornherein sagt, ich mag Fischhaut nicht, dann zieht sie euch ab. Das seht ihr übrigens auch in diesem Filetieren-Vlog von uns. Genau. Und wenn ihr nicht wisst, wie es geht, dann kauft am besten gleich Fisch ohne Haut. Natürlich könnt ihr im Übrigen auch Fleisch auf einer Planke zubereiten. Jetzt wird ihr fertig gegrillt. So sieht's aus. Wie ihr seht, das mit der Planke hat bestens geklappt. Der Salzstein ist nicht geplatzt. Gott sei Dank. Wir haben schöne Röstaromen hier unten drunter am Fisch, das muss man mal so sagen. Und der Fisch ist gar. So sieht's aus. Und jetzt dürfen wir das Ganze noch natürlich probieren. Ja. Das ist immer der wichtigste Part. Ganz wichtig übrigens auch, neben dem Text der Theorie zur Planke findet ihr natürlich auch das Rezept bei uns auf dem Blog. Ist logisch. Sieht übrigens sehr saftig aus. Ja. Alles für die Gains. Das ist brutal. Hat auch definitiv genug Salz. Also das würde ich so unterschreiben. Super saftig. Das wird ihr wahrscheinlich erkennen können, aber hier ist so ein richtig schöner Film noch drauf. Oh, und der zerfällt mir, weil er so frisch ist. Und ganz wichtig ist, selbst gefangen schmeckt immer noch am besten. Aber ihr könnt natürlich auch Fisch kaufen. Logisch. Also. Ja. Wir essen jetzt in Ruhe auf. Schreibt uns in die Kommentare, ein bisschen Fisch. Ob es euch gefallen hat, das ist immer ganz wichtig. Vielleicht habt ihr auch Erfahrung mit der Planke. Besonders würde mich interessieren, ob bei euch schon mal so ein Stein geplatzt ist. Das würde mich tatsächlich brennend interessieren. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Voll brutal, gut. Ey. Ja. Brutal. Es ist doch nicht alles auf. Wir haben ja noch andere, die essen möchten, Julian. Das ist mir egal. Oh. Arschloch.